das Bier, pump es ab, trink ihn aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen, man kann dich euch pumpen. Prost, Leute. Prost, Leute. What? Wer ist der Dritte? Ein Unbekannter. Wow. Oh mein Gott. Ja, und? Wo? Was? Es ist Barney Stinson. Barney Stinson? Wait, this is Legend. It's coming. It's coming. Wait. Derry. Legendary. So, ich würde sagen, der Herr neue Typ stellt sich mal vor. Nee, du musst auf Englisch babbeln, der introduced sich mal. Halt nicht. Nee, du musst, ja, du musst sag mal typische, unnötige ja. Was? Hau raus. Ja, ich bin der Tim. Ich spiele großteils eigentlich nur MMOs, weil ich beim Shootern immer verliere und dann raste ich immer auf. Oh, ja. Sau gut. Ja, was denn? Ich kann halt keine Shooter. Ja, da können wir noch so ein. Dich? Ja. Nein, nicht du, der Maxi. Der kann das gar nicht. Das ist richtig cool, wenn man mit dem spielt. Das ist ein Kugelfänger. Das ist einfach geil. Maxi rennt vor. Ich mich auch immer. Maxi lenkt den Panzer ab. Boom, abgelenkt. So. Ja, was wird der Tim hochladen? Tim, was wirst du hochladen? Ja, es gibt jetzt so ein neues MMO, da habe ich mir ein Beta-Key geholt, das heißt Terra Online. Das ist ein, also sozusagen World of Warcraft, also eigentlich nur annähernd wie World of Warcraft. Das ist ein MMORPG mit Fadenkreuz. Was ich ziemlich geil finde. Ja, ist ganz lustig. Es spielt sich ähnlich wie ein Shooter. Aber nicht so ganz. Ach, egal. Ja, gut. Ist schwer zu erklären. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt so ein drittes, mehr oder weniger festes Mitglied bei Biergaming HD, schätze ich. Ein festes Mitglied. Wow. Fest bin ich voll im Biss, wie Chris das sagen. Bist im Biss. Ist voll im Biss drin. Richtig im Biss. Und für die sich auskennen so ein bisschen, er wird sozusagen die Rolle übernehmen, die Machinima Realm bei der Machinima-Firma hat, also die MMO-Dingsens abdecken und sowas. Und in 3 Tagen sind wir so groß wie Machinima. Was? Was? In 3 Tagen sind wir so groß wie Machinima. Ja, sind wir. Ja, in 3 Tagen sind wir so groß wie Machinima und kaufen sie auf. Ihr könnt uns mal. Ist Machinima groß? Ja! 5 Millionen Abonnenten, wir sind die größten. Okay, sagen wir 2 Tage. Okay, 2 Tage, passt schon. 2 Tage. Ja, also nee, der Tim wird MMOs hochladen, nicht nur Terra, aber Terra jetzt erstmal vorwiegend, wenn die Beta, also die Beta-Phasen sind immer nur über die Wochenenden, jedes zweite. Und dann wird euch das Spiel ein bisschen vorstellen. Ja, und ja, sonst, wenn ihr andere MMOs sehen wollt, kann sein, dass er auch Guild Wars 2 bringen wird, und erzähl du am besten. Ja, Guild Wars 2, WoW mischt auf Pandaria, WoW generell, also... wenn ich Bock drauf habe, weil das Spiel scheiße eigentlich ist. Ja, ist ungefähr so wie MW3. Keiner will spielen, und alles, aber irgendwie spielt man es trotzdem. Ja. Und was noch? Ja, Guild Wars 2, weil ich keine Ahnung habe, wie das Spiel ist, weil ich Guild Wars 1 nicht gespielt habe. Star Wars Old Republic? Das ist zwar scheiße, aber wenn es sein muss, spiele ich es auch. Ja, okay. Ist richtig schwitzen. Channel. Ja. Ja, man, ganz viele Spiele. Marlon hat mich auch letztens gezwungen, wieder MW3 zu spielen. Und siehe da, das Spiel macht wirklich eigentlich relativ Spaß. Wenn ihr Leute in eurem Channel habt, die kein Geld haben, können wir auch Need for Speed Run spielen, halt zusammen. Das ist eine coole Idee. Open Lobby und Need for Speed Run. Das heißt Need for Speed Wenn das World, geht, aber geht das? Wurst. Ja, meinst du doch, Need for Speed World. Können wir eigentlich alle mal zusammen spielen. Wenn wir Leute von unseren Abonnenten haben, die kein Geld haben. So ein kleines Let's Play eigentlich, da hätte ich mal Bock drauf. Aus Tims Sicht. Ja. Und dann so ein kleines Let's Play, Need for Speed World, und wir zocken mit. Das ist eine Idee, ja. Ich lade uns dann auch den Mikro runter. Auf meinem PC dürfte das laufen auch. Nein, beim Chris dauert das eine Stunde. Glaub mir. Ja. Chris Internet schafft es. Mein Internet ist übrigens voll der Kiffer, das muss man einfach sagen. Ich gehe mit dem demnächst mal so zur Suchtprävention. Das ist so abartig, das ist einfach nur hart am Chillen.
so widerlich. Echt, kann man nichts mitmachen. Nicht mal YouTube läuft noch. Ja, wir lachen uns gerade über einen Insider kaputt. Brauchst du nicht unbedingt. Ich weiß mal, warum wir lachen. Ja, ich weiß nicht, soll ich das jetzt erzählen? Eigentlich habe ich keine Lust, das zu erzählen. Mach mal. Das muss zu Intervention. Ja gut, bevor jetzt noch falsche Fakten auf den Tisch kommen, kann ich ja kurz wirklich erklären, wie es ist. Wir waren mit unserer Klasse auf einer Klassenfahrt und dann haben wir da, sagen wir mal, Bier getrunken, ja, was man auf einer Klassenfahrt macht, obwohl wir vorher einen Vertrag unterschrieben sollten, dass wir nicht trinken sollen. Und wir sind aufgeflogen und der Lehrer steckt uns jetzt zusammen mit einer anderen Lehrerin und einer anderen Klasse. Die Lehrerin schickt uns, die Lehrerin wird nicht geschickt, zu einer Suchtprävention und die da auch gekifft haben, müssen dann, ja, in so eine Suchtklinik. Das wird ganz lustig. Also, komm in die Sucht an. Das ist so lustig, Mann. Es ist einfach und Mann, so. Und man war halt so schlau und konnte sich. Und hat halt nicht mehr getrunken. Tja, weißt du, wenn man auf dem Gym ist, ne? Ja, dachte ich mir auch so. Na, whatsoever. Also, ja, was gibt's noch zu sagen? Ich zock wieder MW3. Mhm. Übrigens ein kleiner Tipp, wenn ihr Bock an MW3 haben wollt, nehmt euch irgendeine Shotgun, zum Beispiel die KSG-12 oder die Model 1887 und versucht die mal auf Waffenlevel 28 zu spielen, weil dann sind die Dinger richtig abartig geil. Pups, Kacke. Und vor allem, das macht richtig Spaß. Wenn ihr dann eine 30er Killstreak habt, kriegt ihr den Dödel durch die Luft schwingen Killstreak. Ja, kriegt ihr den Dödelschwinger. Wenn ihr ein 30er Killstreak habt, kriegt ihr den Dödelschwinger. Dann rennt ihr mit schwingendem Dödel über die Karte und könnt alle Gegner tot schwingeln, dödeln. Ja, so war das. Naja. Ja. Wir können ja mal ein Calvin Starcraft spielen und das zeigen. Gute Idee. Vielleicht, wie wär's, wenn wir so eine kleine Serie machen, wo ich Starcraft lerne? Weil ich das Spiel überhaupt nicht kann. Null. Gar nicht. 0%. Nur das, dass wir es auch alle nicht können und ich bin der Starcraft-Gott nebenbei. Schönen Gruß, Calvin. Ja, wir sind alle Starcraft-Götter. Naja. Immer. Ja, vielleicht kann der Calvin ja echt mal ein StarCraft-Video machen und das ordentlich nerdig kommentieren. Oder für die Leute, die nicht wissen, wie das Spiel funktioniert, mal erklären. Das wäre eigentlich auch mal eine coole Idee, dass er vielleicht mal so ein kleines Gastding macht. Ja. War es eigentlich jetzt nur so ein Info-Video, so ein bisschen, oder? Ja, also Gameplay wissen wir nicht, was drunter kommt. Wahrscheinlich, ein Moment. 42 zu 5. Für Arme. Kill confirmed auf Bootleg. Wie lange nehmen wir schon auf, Chris? Ja, jetzt ungefähr haben wir jetzt noch 9 Minuten. Ja, die anderen Gameplays. Haben wir noch oder haben wir schon? Obwohl, ja, dann ist das hier. 6 Minuten. Ansonsten gibt's am Ende einen schönen Blackscreen oder ihr könnt euch den Rest vom Gameplay ohne uns angucken. Ja, das Gameplay ist ganz okay. Ja, machen wir Musik einfach runter. Ja, genau, machen wir Musik drunter. So, Dubstep-Mixe vom Tim. Naja, ich sag Peace, bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, kommentieren, abonnieren, Herr Tutorial. Und so weiter und so fort. Ihr wisst, worum es geht. Ich sag dann auch Peace, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns vielleicht in Minecraft. Ah, ihr sehen uns im WZG 3er3. Habt ihr schon gesehen. Ist mir bewusst, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Peace. Ja, Gute. Oh, ich muss aufnehmen, Stopp drücken, ja. Fail, Stopp, Dings da, ne. Ja, ich lade übrigens gerade WZG 3er3 Part 2 hoch, schon seit Jahren. Tschüss. Tschüss. Gute. Explosivköder ist unterwegs.
Raid-Log kommt. Verstanden, bin unterwegs.